Schimpftana über Österreich, wo er selber noch nicht war, stehen sich auf unsere Schellen auf, die allerletzten Haar. Wir sind halt Patrioten, dürfen sowas gar nicht hören. Weil's Blutgeist sonst in Wallung kommt, fixt lauten Mond und Stern. Wir sind sofort zu sehen, da habt ihr eine Idee. Wer noch in Wien nicht war und ins nicht kriegt, wer nicht in Graz den Schuss spaziert, kriegt, wer soll's wohl nicht hat gesehen, was Paradies, hat keinen Begriff davon, was Österreich ist. Auch wenn das Bursch mit Stab und mit dem Hut in der Hand, der wird von einem Gendarm verhofft, der grad fecht am Land, der Richter sagt, jetzt haben wir sie dreimal schon fortchauffiert, sie kommen immer wieder zurück, ganz frei und ungeniert. Jojo, Herr Kommissär, mir zieht's halt alle her. Spende für Namen, Wandersbusch. Na, wer noch in Wien nicht war und Linz nicht kennt, wer nicht in Graz den Schuss spazieren ist kennt, wer Salzburg nicht hat gesehen, das Paradies hat keinen Begriff davon, was Österreich ist. Der Herr Professor prüft einen Studenten, der im Jahr fünft er in ein Wirtshaus, wie im Hörsaal drinnen vor. Definieren Sie mir Österreich geografisch nach dem Plan. Ui, Herr Doktor, antwortet der Student, das greift mich zu sehr an. Das kann ich nicht beschreiben, drum lass ich's lieber bleiben. Antwort: Wer noch in Wien nicht war und Linz nicht kennt, wer nicht in Graz den Schuss spazieren ist kennt, wer Salzburg nicht hat gesehen, das Paradies hat keinen Begriff davon, was Österreich ist. Zwei Leute stehen auf ein Eck mit einer Karte in der Hand und jeder, der vorbeigeht, sieht, dass nicht von da das an. Ein Wiener, der geht hin und fragt: Kann ich euch was erklären? Ach, lassen Sie, wir haben den Plan. Das wird das Ding schon klären. Das ist ja gut und schön, aber viel werdet ihr nicht verstehen. Was hat der Mann gesagt? Wer noch in Wien nicht war und Linz nicht kennt, wer nicht in Graz den Schuss spazieren ist kennt, wer Salzburg nicht hat gesehen, was Paradies hat keinen Begriff davon, was Österreich ist.